Hallo zusammen. Im Hintergrund hört ihr das Ergebnis eines Themenkurses, welchen ich im letzten Semester jeweils während einer Doppellektion pro Woche mit 17 Schülerinnen und Schülern durchgeführt habe. Ziel dieses Kurses war es, dass die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Schritte, die es von der simplen Idee bis hin zum professionell produzierten Song braucht, persönlich erleben konnten. Als Einstieg in das Thema haben wir uns einige, meiner Ansicht nach, gute Popsongs angehört und deren Form und Aufbau analysiert. In den eigentlichen Songwriting-Prozess sind wir dann mit dem Thema Lyrics eingestiegen. Da das Schreiben von Texten etwas im Schulalltag Alltägliches ist, war dies ein guter Einstieg für die zum Teil im Songwriting noch unerfahrenen Schülerinnen und Schüler. Nach einem kurzen theoretischen Input haben die Schülerinnen und Schüler sehr selbstständig einzeln oder in Gruppen an ihren Texten gearbeitet. Als nächstes haben wir das Thema Melodien und Harmonien behandelt. Auch hier haben die Schülerinnen und Schüler nach mehreren kurzen theoretischen Inputs sehr selbstständig gearbeitet und ihre Texte vertont. Entstanden sind so nach 6 Schulwochen 7 Songs in Rohform, welche sich die Schülerinnen und Schüler nun gegenseitig vorspielten. In einem demokratischen Verfahren haben wir entschieden, welche 2 Songs wir nun vertieft weiterentwickeln und schlussendlich im Studio aufnehmen wollten. Diese Reduzierung war aus zeitlichen und finanziellen Gründen notwendig. Fortan haben wir in 2 Gruppen an den ausgewählten Songs weitergearbeitet. Schwerpunkte in dieser Phase waren einerseits das Arrangieren der Songs und andererseits das intensive Üben und die Vorbereitung auf die Aufnahmesituation im Studio. In dieser Phase haben wir auch mit den Vorproduktionen begonnen, welche wir mit relativ einfachen Mitteln bei uns an der Schule herstellten. Ein wesentlicher Teil, der zu jeder CD-Produktion dazugehört, ist die Finanzierung. Mir war es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe entsprechender Tools die finanziellen Mittel selbst aufräumen konnten. Für unser Projekt haben wir die Online-Crowdfunding-Plattform WeMakeIt verwendet. Hierfür mussten wir ein Promotionsvideo erstellen und eine Webseite unterhalten. Hier ein kurzer Einblick. Hallo zusammen, ich bin Mish und wir sind jetzt in Biel im Gimmer am See. Und wir haben Musik und wir haben ein Projekt. Und zwar, wir brauchen euch Hilfe, weil Studioaufnahmen sind echt teuer. Auf diesem Weg sind in nur 30 Tagen über 3000 Franken zusammengekommen. Absolutes Highlight des Projektes war dann aber das Studio-Wochenende. Während 2 Tagen haben wir unsere Songs aufgenommen und eine unglaublich schöne, lehrreiche und intensive Zeit erlebt. Versuch's mal so. Schön, ja. Also da innen explodiert es fast, weißt du, vor Energie. Und mir hat das Gefühl, dass du. Im Studio haben wir zusätzlich immer wieder gezielt kurze Workshops über die Musikproduktion und das Musikbusiness erhalten. Zum Schluss des Projektes galt es noch viele administrative Dinge zu erledigen. Wir haben unsere CD und unsere Songs bei der Swisa angemeldet, uns um ISRC-Nummern, EON-Codes und ein Label gekümmert. Zusätzlich haben wir das Artwork und die Pressung von 300 CDs in Auftrag gegeben und zum Schluss unsere Songs via einen externen Anbieter auf die verschiedenen Online-Plattformen stellen lassen. Also ich muss ehrlich sagen, also das ist schon fast wie ein Traum eigentlich, Lieder zu haben, die veröffentlicht werden. Also sicher sind wir alle stolz. Also wenn es darauf ankommt, wirklich die Kopfhörer anzieht, dann ist man schon etwas nervös. Für mich persönlich war das sehr überraschend, dass wir mit der Crowdfunding-Seite unsere, also Geld sammeln konnten. Wir haben das Schlagzeug aufgenommen mit 14 Mikrofonen. Die ganze Einrichtung war ziemlich teuer und so, und das war schon alles ziemlich eindrücklich. Weil man ja eigentlich immer so denkt, wenn man Musik hört, dass es ganz selbstverständlich ist, aber eigentlich steckt da viel mehr Arbeit hinter, als man denkt. Gesagt habe. Also ich höre jetzt nicht einfach Musik und denke, das ist selbstverständlich. Und eigentlich schätze ich jetzt so wie die Musik noch ein bisschen mehr. Ja. Sehen konnte, dass es wirklich viel mehr Leute braucht, die das Ganze auch zusammenstellen. Und wir jetzt auch sehen, wie viel Zeit das auch eigentlich in Anspruch